Hi Leute! Ja, ich habe euch ja nochmal gesagt, dass ich nochmal ein kleines Video dazu mache, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben bei Sydney in Dortmund. Und ja, jetzt ist Freitag und ich treffe mich mit Jürgen jetzt nochmal in Dortmund. Wir fahren da nochmal hin, weil der war ja am Montag nicht da, weil wir Brückentage waren. Und dann wollen wir uns mal hören, also anhören, was die so aus seinem Eisenbahn-Endschalldämpfer noch rausholen können. Und was Jürgen mir noch gesagt hatte, er hat den Eisenbahn-Sport. Den kann man jetzt nicht so gut vergleichen, weil eigentlich müsste man den Eisenbahn-Race mit diesem Medium-Mod vergleichen. Kriegt keiner. Und dann wäre das schon, ja, würde mehr Sinn machen. Ja, und ich mache dann gleich noch ein paar Videos von Jürgen, wenn er vorbeifährt, weil im Stand Gas geben, klar hat man da schon den Unterschied gehört, aber ich glaube beim Vorbeifahren macht das so ein bisschen mehr Sinn. Ja, in dem Sinne freue ich mich über Like und Abo natürlich auch und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Und schreibt mal drunter, wie ihr den Sound so findet. Alles klar, haut rein. Ciao, ciao. Bei Sydney. Aber Sydney war nicht da. Nun, ein Kollege von ihm war da und den hat mir jetzt mal gefragt, was man machen kann. Und ja, du kannst jetzt vorher entscheiden, wie laut er sein soll. Und dann werden sie natürlich den Endschalldämpfer modifizieren oder Mittelschalldämpfer, eben was du haben möchtest. Und preislich lagen wir jetzt bei 650 Euro. Ist, glaube ich, ein bisschen teurer geworden als damals, als ich da war. Und jetzt hat man uns gesagt, ja, wenn wir schon mal hier sind, fahren wir nochmal zu JP und guck mal, was er anbietet. Alles klar, bis gleich. So, also wir waren jetzt bei JP drin und in dem alten Gebäude noch. Und da hat man nochmal ein Angebot gefragt. Und ja, also was soll ich sagen? Hört sich so ein bisschen blöd an, aber die Beratung war viel besser und man merkt, dass das einfach ein Riesenladen ist und dass das wirklich zwei Welten sind. Preis ist sogar auch ein bisschen günstiger, 599 Euro war es. Vorlaufzeit wegen Termin ist auch ähnlich gewesen. Aber wie gesagt, die Beratung und man merkt, ja, dass er das schon öfter gemacht hat. Und das war echt super und ja, hat uns sehr gefallen. Jetzt überlegt der Jürgen das nochmal und dann hoffen wir mal, dass er das bald macht mit dem Umbau. Und wie versprochen, mache ich jetzt noch ein paar Aufnahmen von außen, wenn er vorbeifährt. Und dann melde ich mich gleich wieder. Versprochen noch mal ein paar Aufnahmen von außen. Live hört der Wagen sich noch besser an und ich finde, der hört sich natürlich viel besser an als Serie. Also als ich meine Serie hatte, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil du musstest echt hochdrehen, dann hast du wenigstens das Ansauggeräusch vorne gehört und von hinten kam nicht so viel. Das ist natürlich jetzt beim Eisenbahn Sport viel besser. Bloß die Lautstärke könnte ein Tick lauter sein, meiner Meinung nach. Und, aber Jürgen überlegt es sich noch und ich bleibe am Ball und sobald wir einen Termin haben, ich schätze mal, wenn er das macht, dann würde er es bei JP machen. Dann mache ich natürlich nochmal ein Video mit euch zusammen.
Ja, in dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Freue mich über ein Like, Abo auch und wünsche euch dementsprechend ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.